Ja, hallo auf unserem Kanal. Fein, dass ihr vorbeischaut. Unser letztes Video ist ja schon eine Zeit lang aus. Grund dafür, wir haben einfach extrem viel Arbeit gehabt, überall. Und sind einfach nicht zum Videomacher gekommen. Aber jetzt ist einfach Mitte Mai und endlich ist es warm geworden. War ja heuer nicht so einfach. Die Eisheiligen haben sich ganz schön lange erhitzt. Die kalte Sophie ist dann erst am Dienstag gekommen bei uns. Aber jetzt ist eben Mitte Mai und es ist eben die perfekte Zeit, dass man sie in den Garten begibt und da ganz, ganz viele Sachen anpflanzt. Es hat am Montag noch stark geregnet und die Erde ist super feucht. Von daher ist es heute ein super Wetter, dass man pflanzen kann. Auf das sollte man immer achten, wenn man einen Krautacker hat oder einen Gemüseacker. Da wollen wir eigentlich ganz wenig gießen oder gar nicht gießen. Und darum ist es wichtig, dass die am Anfang eine gewisse Grundfeuchte haben und sie gut einleben können. Im Speziellen werde ich jetzt ein bisschen was über Bohre und Zwiebeln so erzählen. Wir haben ja im Frühling mal Bohre angebaut und den haben wir jetzt da. Also so schaut er dann im fertigen Endstadion aus. Man sieht es da, da ist er zweimal geschnitten worden, wie wir damals geredet haben drüber. Der ist jetzt schon sehr dick und schön. Also das ist jetzt noch eine Sommerbohre. Heißt, sprich Sommerbohre, der ist jetzt schon fertig, wenn wir den jetzt setzen. Oder wir haben da schon welchen gesetzt. Der ist dann in August, September fertig, erntereif. Und kehrt dann auf den, weil der über den Winter dann nicht so gut hält. Also der würde dann im Herbst auswachsen. Da haben wir jetzt noch einen Winterbohrer, den haben wir eben später angebaut mit einer wunderbaren Schnecke. Unsere Freunde, Mimi. Wegen es auch nicht mehr. Zu viele Schnecken, aber gut. Durch das, dass wir die zwei Hühner haben, ist ja das ganz gut, weil sie scheren da zwar relativ viel um und kommen uns komischerweise immer wieder in Zwiebel aus. Aber sie fressen auch die ganzen Schneckeneier und durch das haben wir da relativ wenig Schnecken. Das war jetzt vom Glashaus, da haben wir zurzeit keine Hühner, darum gibt es da ab und zu eine Schnecke. Also das ist der Winterbohre, wenn man den jetzt da so lang hat. Dann schneidet man da jetzt einfach nochmal so ganz massiv runter. Kann man hernehmen wie Schnittlauch übrigens, haben wir es saubert. Schmeckt auch hervorragend, das heben wir jetzt gleich auf. Da gibt es halt einen frischen Topfenkäse. Die sind dann so zurückgeschnitten. So stellen sie noch zwei, drei Wochen ins Glashaus, bekehren sie nochmal. Und das wird dann der Winterbohrer, den was wir im Juni dann setzen. Heute geht es eben noch um den Sommerbohrer, der geht jetzt noch wunderbar aus. Das ist der. Den haben wir da. Sieht man da, haben wir schon wunderschön verwurzelt. Ja, da auf unseren Krautacker setzen wir alles auf Zeilen. Wir machen da einfach so mit der Hocke. Wir haben natürlich da extrem viel Platz, dann können wir uns da ein wenig austoben und uns das da ein wenig einfach machen mit viel Platzabstand. Wir haben da drüben noch so ein Strohbett und so Sachen. Unsere Latte, aber da jetzt haben wir das. Wir haben da so Zeilen. Wir gehen dann vor dem Setzen von Bohre so einen Biodünger. Dann kannst du auch als Hühnerfutter hernehmen. Kommt aus der Lebensmittelindustrie und sind so Abfälle. Aber der funktioniert ganz gut. Dann haben wir jetzt auch zum Testen gekriegt. Das freut uns. Das probieren wir. Wir haben da überall gleich so einen Haufen gemacht. Also der Pflanzabstand beim Bohre sind ja ungefähr 20 cm. Hehehehe. Weg da! Natürlich interessant, wenn gefilmt wird, deswegen die Hühner auch. Ja, in Bohre, in Zwiebel setzt man ja relativ flach, der sollte ja oben drauf liegen. Da drüben, wenn man schaut, ist Zwiebel, kann man noch ein wenig genauer schauen. In Bohre setzt man möglichst tief, also dann kann man ruhig so 10 cm reinsetzen. Der Grund, warum man den tiefer setzt, ist einfach, weil er dann unter ein Stück weiß ist und das will man beim Bohre. Darum setzt er den relativ tief ein. Hat den Vorteil natürlich auch, dass ihn die Hühner nicht mehr ausgraben. So tief kann man ihn ruhig setzen. So, da haben wir den Bohrer jetzt noch. Wir haben da drüben schon ein Bettelbohrer gemacht. Was noch zu den Lauch gehört, was wir da jetzt noch reinsetzen. Das ist eine Bananenzwiebel, der ist uns vom letzten Jahr übergeblieben. Ist jetzt ein bisschen dunkel gestanden und schon ausgewachsen, macht aber gar nichts.
Den setze ich jetzt da noch dazu. Der wächst genau noch so. Das sind wunderschöne Bananenschnecken. Der kommt da jetzt noch rein. Also die sollen ja oben noch, beim Zwiebel soll oben das noch rausschauen. Die Steckzwiebel setzt man normal schon früher, im April. Aber der ist uns jetzt da noch überblimmt und setzt ihn da noch rein. So, da. Dann haben wir schon wieder ein bisschen voll. Was wir dann noch zum Schluss machen und was wir den ganzen Sommer eigentlich über machen. Weil wir. Opa, jetzt ist mein schöner Hut. Kommt der Wind. Also zwischen den zwei Zeilen geben wir immer unseren ganzen Rosenschnitt. Der ist jetzt schon ganz schön warm. Also die Zeilen füllen wir immer. Dazwischen mit den Rosen an. Hat den Vorteil, dass dann kein Unkraut durchkommt. Und oben lassen wir einfach die Stickel, wo die Graupflanzen und Zwiebelpflanzen und alles ist, das lassen wir frei. Und dazwischen mulchen wir immer ganz großzügig mit Gras. So, da. So schaut es dann fertig bei uns aus. Also unser ganzer Rosenschnitt kommt da dazwischen rein. Da steht dann das Gemüse wunderbar. Er hat den Vorteil, die Erde trocknet nicht aus. Die Sachen wachsen wunderbar. Und wir brauchen eigentlich nur noch dazwischen ein bisschen heilen, wenn da zu viel Unkraut kommt. Und dann Herbst ernten. Das ist unser Bäueprojekt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir werden im Herbst sicher noch mal einen Rundgang machen, wo man dann sieht, wie die Sachen wachsen, was da alles funktioniert hat. Und in dem Sinn, ja genau da drüben, da ist noch der Zwiebel. Wir haben da lauter verschiedene Zwiebeln angebaut. Da ist eine Frühlingszwiebel. Da sind mehrere Pflanzen beieinander. Wird dann so ein Pinkel, man kennt den Frühlingszwiebel. Der ist so klein weiß, wenn man lässt, dann lauter kleine geschickte Zwiebeln. Das ist, wie man es halt dann ernten will oder was man da essen kann als Frühlingszwiebel. Den Rest lässt man einfach wachsen und hat dann einen kleinen super Zwiebel. Und auf dem Beetel haben wir nur einen roten und einen weißen normalen Zwiebeln, auch in Pflanzen angebaut. Das mit den Pflanzen funktioniert eigentlich recht gut. Es ist ein recht großer, schöner Zwiebel, gesunder und extrem langlebig. Und das sind unsere Lauchgeschichten da herum. Ja, wie gesagt, der Bohrer wird ja angebaut ab Anfang Jänner. Wir bauen den in 3-4 Sätzen an. Der Frühlingsbohrer oder der Sommerbohrer ist im Jänner drauf. Anbaut wird er dann bis in Ende Februar. Das sind die Anbautermine. Jetzt im April bis Juni wird er ausgesetzt bei uns herum. Und dann hat man eigentlich das ganze Jahr über Versorgung mit Bohre im eigenen Garten. Man braucht eigentlich ja nur, je nachdem wie viel Bohrer das man braucht. Wir brauchen so 40, 50 Bohrer im Jahr. Die ziehen wir uns da selber locker daher. Der Bohrer ist dann auch recht winterresistent. Der heißt, sprich den letzten, haben wir jetzt da hinten gerade noch gehabt, letzte Woche, den haben wir jetzt noch geerntet. Also ist das Erntefenster bis April gegangen. Den ersten werden wir wieder haben. Somit sind wir immer gut versorgt mit Bohrer. Ansonsten gibt es zu der Kultur nicht viel zu sagen. Gute Nährstoffversorgung. Es gibt das Lauchechen, was ein Schädling wäre. Wir da herum haben damit nicht zum Kämpfen. Ist, wenn man es hat, auch schwierig zu bekämpfen. Da hilft eigentlich nur Standortwechsel. Ist im Hausgarten manchmal schwierig. Auf große Ackerflächen geht es besser. Und sonst ist biologisch eigentlich nicht recht gerade dagegen gewachsen. Wenn wer es weiß, bitte schreibt es mir. Freut mich immer, wenn ich irgendwas dazulerne. Und in dem Sinn wünsche ich euch nur ein fröhliches Garteln. Genießt die nächsten Tage, sie sollen ja schön werden und bis zum nächsten Mal.